Das geteilte Deutschland. Trennung. Zerrissene Familien. Alltag für Millionen. Briefe werden geschrieben. Päckchen gepackt. In der Bundesrepublik sind sie steuerlich absetzbar. Im Osten verbreitet das Westpaket den wohligen Geruch einer unerreichbaren Konsumwelt. Kaffee, Parfum, Seife. Weihnachten 1963. Westberliner dürfen zum ersten Mal nach dem Mauerbau zu Oma und Tante in den Ostteil fahren. Ihren Rentnern und nur denen erlaubt die DDR 1964 in die Bundesrepublik und nach Westberlin zu reisen. Die wilden 60er, die Stones, Beatles, lange Haare. Eine Generation begehrt auf im Westen. Aber der neue Beat schallt auch über die Mauer. Die Kinder des Sozialismus wollen mehr als Blauhemd und Paraden, haben andere Idole als die, die ihnen von Parteitagstribünen zuwinken. Die Herren der SED hören die Signale. Sozialismus klingt aber anders. Da ist es wieder, das alte Dilemma der Partei. Mehr Freiheit riecht nach noch mehr Freiheit. Deshalb folgt 1965 der Kurswechsel. Beatmusik sei westlich dekadent, heißt es nun. Jugendliche im Leipziger Stadtteil Paunsdorf kümmert das wenig. Doch dann reden alle über ein Thema, Prag. Dort sucht die Regierung um Alexander Dubček einen eigenen Weg. Dubček will die Utopie des Marxismus mit der Freiheit des Westens verbinden. Der Traum heißt Prager Frühling. Im Sommer 1968 wird es einsam um die Reformer. Die Hardliner im Warschauer Pakt setzen sich durch und ordnen den Einmarsch ihrer Truppen in die Tschechoslowakei an. In den frühen Morgenstunden des 21. August 68 meldet Radio Prag, Truppen des Warschauer Paktes seien widerrechtlich in die Tschechoslowakei einmarschiert. Bald schweigt auch diese Stimme. Der Prager Frühling ist Vergangenheit. Zerschlagen ist die Utopie einer lichten Zukunft, einer gerechten Welt. Sowjetische Panzer patrouillieren durch die Straßen. In der DDR regt sich kaum Widerstand. Die Ideen des Prager Frühlings hatten auch hier Hoffnungen geweckt. Aber als die Panzer rollen, sind die Leute wie gelähmt. Es herrscht Ruhe im Staat. Die Menschen sind im real existierenden Sozialismus angekommen. Über 10 Millionen Menschen sind in der gesamten Republik auf den Beinen. Ein Volk auf der Straße. Bilder, die die SED inszeniert. Erich Honecker, seit 10 Jahren im Amt, ist der Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Der Partei. Ohne sie geht gar nichts in der DDR. Die SED lässt die Bürger nach ihrer Pfeife tanzen. Ein immer wiederkehrendes Ritual überall in der kommunistischen Welt. Kinder danken dem Parteichef für die gute Politik. Auch solche Huldigungen organisiert sich die SED selbst. Die Kleinen sind Pioniere. Für die Größeren gibt es die FDJ, in der fast alle Mitglied sind. Die Kaderreserve der Partei. Honecker ist überall die Nummer eins. Erster Mann seiner Partei, erster Mann im Staat, Chef des Nationalen Verteidigungsrates. Er stützt sich auf einen Parteiapparat mit 44.000 hauptamtlichen Mitarbeitern. Sein Machtzentrum liegt in Berlin, der Hauptstadt der DDR. Alle wichtigen Entscheidungen fallen hier und werden dann über ein ausgeklügeltes Befehlssystem nach unten verteilt, bis zu den Parteisekretären, die es in allen Betrieben und Wohngebieten gibt.
Parteiversammlung. Meistens am Montag, einmal im Monat, überall im ganzen Land. Hier treffen sich die SED-Mitglieder eines Baubetriebs unter der Leitung ihres Parteisekretärs. Jeder achte DDR-Bürger ist Genosse. Parteiversammlungen dienen der Diskussion, der Schulung und der Kontrolle der Mitglieder. Abweichler von der Parteilinie oder von gesellschaftlichen Normen stehen hier am Pranger. Heute hat es den Genossen Hölzl erwischt. Auch im Kollektiv selbst ist der Aufruf, wir fangen bei uns selbst an, nicht ohne Auseinandersetzung über die Linie gegangen. Auch konnte sich unser Genosse Hölzl nicht mit der Initiative der Jugendbrigade identifizieren. Das beweist seine Bummel sowie Krankenstunden, sodass wir als Parteigruppe parteiratierische Maßnahmen einleiten werden. Gibt es irgendwo im Land ein Problem, erfährt es die SED-Zentrale sofort und reagiert. So melden Genossen Anfang der 80er Jahre aus drei Bezirken Engpässe bei der Fleischversorgung. Eine politisch heikle Situation. Berlin erstellt deshalb umgehend Argumentationspapiere und schickt das Material in die Provinz. Es soll den Genossen an der Basis Hilfestellung leisten, wenn die Bürger unliebsame Fragen stellen. Ich melde die Klasse Gespäß zum Physikunterricht bereit. Danke. Setzt euch. Meldung von unten, Anordnung von oben. Auch in der Schule wird nicht nur gelernt und gespielt. Es gibt überall sogenannte Klassenkollektive, geführt von kleinen Vorsitzenden. Sie werden bevorzugt und gleichzeitig in die Pflicht genommen. Besondere Aufmerksamkeit muss man den Gruppenfunktionären zuwenden. Ihr Ansehen im Kollektiv bewirkt eine Identifikation der Mitglieder mit ihnen. Der Lehrer ist bemüht, dieses Ansehen ständig zu unterstützen und zu heben. Beispielsweise kann er dem Funktionär bestimmte Informationsvorteile verschaffen. Du kommst bitte mal vor zu mir, Ferdinand. Ferdinand, in 14 Tagen ist ein Elternabend geplant. Ich habe gedacht, dass wir da eventuell ein kleines Kulturprogramm vorführen. Was meinst du dazu? Da könnten wir ja auch das Lied, was wir am Wandertag einstudiert haben, singen. Ja. Bitte berate dich mit deinen Gruppenratsmitgliedern und informierst mich morgen darüber. Ja, ruhig mal. Alle mal herhören. Ihr kennt doch sicher noch das Lied von unserem letzten Wandertag. Na klar. Was haltet denn ihr davon, wenn wir das in 14 Tagen unseren Eltern vorsingen? Wieso? Weil ich weiß, dass wir in 14 Tagen einen Elternabend haben. Der Lehrer hat also tatsächlich erreicht, dass der Gruppenfunktionär durch den erhaltenen Informationsvorteil und natürlich durch seine Aktivität sein Ansehen festigen konnte. Dieses Muster zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben vieler DDR-Bürger. Auch wer nicht in der SED ist, ist fast immer Mitglied verschiedener Kollektive, zum Beispiel im Betrieb. Man hilft sich, man amüsiert sich, man kontrolliert sich. Und wehe, einer tanzt aus der Reihe. Das Ministerium für Staatssicherheit wird im Volksmund Stasi genannt. Die Stasi ist Schild und Schwert der SED. Hinter diesen Mauern hat Erich Mielke das Sagen. Mielke und seine Männer kontrollieren alle und alles. Ihn kontrolliert nur einer, SED-Parteichef Erich Honecker. Stets habe ich mich bemüht, als Arbeitersohn und Kommunist jeden Auftrag der Partei zu erfüllen. Mielkes Devise ist simpel. Die Stasi muss alles wissen. Über 90.000 hauptamtliche Mitarbeiter haben dafür zu sorgen. Jeder von ihnen ist natürlich Mitglied der SED. Die Stasi spioniert auch im Ausland. Das wichtigste Aktionsfeld ist jedoch zu jeder Zeit die DDR. 173.000 Spitzel, Zuträger, inoffizielle und gesellschaftliche Mitarbeiter liefern pausenlos Informationen. Wer einmal ins Visier gerät, bekommt eine eigene Akte. Darin wird alles festgehalten, was die Spitzel über ihn zusammentragen. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers und fertigten, wie auch in den anderen Zimmern, zuerst Übersichtsaufnahmen mit einer Polaroid-Kamera. Auf dem Tisch im Wohnzimmer lagen unter anderem schriftliche Unterlagen, Kalender, Zettel mit handschriftlichen Aufzeichnungen,
Entsprechend der Zielstellung der konspirativen Wohnungsdurchsuchung wurde das Vorgehen der die Durchsuchung durchführenden Mitarbeiter bestimmt. Der Sozialismus in den Farben der DDR ergraut mehr und mehr. Zusätzliche Probleme bereitet ab Mitte der 80er ausgerechnet der große Bruder im Osten. In Moskau redet ein neuer Generalsekretär erstmals öffentlich von Problemen und fordert mehr innerparteiliche Demokratie. Auf dem 11. Parteitag der SED bekommt Genosse Gorbatschow viel Applaus. Einige sehen ihn als Hoffnungsträger. Viele erwarten nun Reformen auch für die DDR. Aber hinter den Kulissen bremst die Führungsklique um Honecker alle Hoffnungen aus. Berlin folgt nicht Moskau. In der DDR bleibt alles beim Alten. Liebe Delegierte, unsere Sozialistische Einheitspartei Deutschland feiert ihren 40. Geburtstag. Und wir Pioniere sind stolz darauf, euch, liebe Genossen, gerade heute unsere Grüße überbringen zu können. Herzlichen Glückwunsch! Im DDR-Fernsehen bricht mit der üblichen Silvestershow das neue Jahr an. 1989. Meine Damen und Herren, mit allen guten Wünschen für das neue Jahr hat sich der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR an alle Bürger unseres Landes gewandt. Das feste Vertrauensverhältnis zwischen Partei und Volk bewährte sich auf eindrucksvolle Weise und ermöglichte es auch, komplizierte Probleme zu meistern. Es ist das Schicksalsjahr. Staats- und Parteichef Erich Honecker liegt im Krankenhaus, kann die übliche Ansprache nicht mehr selber halten. Draußen taumelt seine kleine Republik dem Zusammenbruch entgegen. Die DDR ist gefangen zwischen wirtschaftlichem Stillstand und politischer Migräne, gelähmt und zukunftslos. Die Städte sind verfallen, die Parolen langweilig und inhaltsleer, die Menschen grau und müde. Seit fast 20 Jahren versucht die Regierung, den Mangel an Wohnraum zu beseitigen. Mit einem gigantischen Wohnungsbauprogramm. Plattenbauten wuchern jetzt überall. In Rekordgeschwindigkeit hochgezogen. Während die Altbauten verfallen. Rostock, Halle, Erfurt, Dresden. Die Städte drohen, ihr Gesicht zu verlieren. Wohnungsmangel gibt es immer noch. Auch die Umweltverschmutzung. Offiziell gibt es sie gar nicht. Lässt sich nicht mehr totschweigen. Sie ist unübersehbar geworden. Die Industrie ist hoffnungslos überaltert. Es fehlt auch hier an Geld, um Filter in die Schornsteine zu bauen, um das Gift aus den Abwässern zu holen. Der Staat möchte die Dreckecken verstecken. Doch mutige Bürger filmen, fotografieren und geben verbotene Interviews, die dann im Westfernsehen laufen. Auf riesigen Aschekippen verklappen Arbeiter die giftigen Reste aus Schwelerei und Kraftwerken. An der Dreckschleuder von Espenhain hängt die gesamte DDR-Wirtschaft. Aber eine Sanierung des maroden Industriemonsters ist unbezahlbar. Die DDR-Führung weiß genau, wie es um die Natur in ihren Ballungsgebieten steht. Aber sie hat keine Chance. Wenn sie Espenhain abschaltet, geht in der DDR das Licht aus. Immer mehr Menschen reicht es. Die Gotteshäuser füllen sich. Aus der Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre entwickelt sich eine immer stärker werdende Opposition. Die Alleinherrschaft der Partei wird mehr und mehr in Frage gestellt. Bürgermut gegen die Staatsmacht. Konkret wird gefragt, wie stellt man sich einen Demokratisierungsprozess in der DDR vor? Wann gibt es bei uns Wahlen mit mehreren Kandidaten? Ich möchte hierzu noch Folgendes sagen. Wir haben das, was sich zum Beispiel in der Sowjetunion jetzt vollzieht, immer unterstützt. Wir haben auch...
Halle, Ende der 80er Jahre. Die Umweltvergiftung und der katastrophale Zustand vieler Innenstädte im Land werden zum Sinnbild für den Verfall des Staats. Die SED kann ihn nicht aufhalten. Wut und Widerstand regen sich. Mehr und mehr Unzufriedene versuchen, endlich etwas zu tun. Denn es sind ihre Städte, die hier zusammenbrechen. Überall im Land laufen die Vorbereitungen zur Kommunalwahl auf Hochtouren. Gewählt wird regelmäßig, damals in der DDR. Es soll ja möglichst demokratisch aussehen, auch wenn keiner eine echte Wahl hat. Ein sonniger Wahlsonntag auch in Berlin. Das Ehepaar Honecker kann sich bereits am Morgen über den überwältigenden Wahlsieg freuen. Schließlich wird nichts dem Zufall überlassen. Das Westfernsehen erklärt es ganz genau, was in der DDR alles eine gültige Ja-Stimme ist. So sieht eine Ja-Stimme aus. Man braucht nicht einmal einen Stift. Stimmzettel falten und ohne Umschlag ab in die Urne. Selbst das Durchkreuzen oder schriftliche Zusätze können als Ja-Stimme gewertet werden. Bestenfalls als ungültig. Darüber gibt es keine klare Regel. Und auch das Durchstreichen von einem oder mehreren Kandidaten gilt als eine Ja-Stimme. So kommt ein 99-prozentiges Ergebnis zustande. Wurden zu einem eindrucksvollen Votum für die Kandidaten der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik. Doch 1989 hat die Partei die Rechnung ohne das Volk gemacht. Es will nicht länger für dumm verkauft werden. Die Staatsmacht reagiert mit harter Hand. Großaufgebote von Volkspolizei und Staatssicherheit in Berlin, Dresden und Leipzig. Trotzdem flammen hitzige Diskussionen auf. Manchmal gibt es spontane Demonstrationen für Meinungs- und Reisefreiheit. Dagegen stehen Straßensperren, Verhaftungen, Willkür. Sommer 1989. Abstimmung mit den Füßen. In Prag, Warschau und Budapest flüchten DDR-Bürger in die Botschaften der Bundesrepublik. Nur raus und weg wollen sie. Hoffentlich auf Nimmerwiedersehen. Stadt Balaton, die grüne Grenze. Jede Nacht flüchten Menschen aus der DDR illegal über Ungarn nach Österreich. Der eiserne Vorhang ist löchrig geworden. Jeden Morgen steht eine lange Schlange vor der Botschaft der Bundesrepublik. Tausende hoffen in Budapest auf ihre Ausreise. Während Mitarbeiter der DDR-Botschaft die Menschen zur Rückkehr überreden sollen. Wer in die DDR zurückkehrt, bleibt straffrei. Zettel mit dieser Ankündigung wurden heute vor dem Lager verteilt. Nach lautstarken Beschimpfungen räumte der DDR-Beamte das Feld. All die Jahre wurden wir ja so behandelt. Das ist ja die Scheiße, warum wir überhaupt hier sind. Wenn Sie sich nicht beherrschen können, ist es besser, wir gehen vorher. Das ist besser. Echt. Diese Diktatur des Kommunismus hat uns jahrelang nur belogen. Und da kann ich sowas nicht akzeptieren. Nee. Auf keinen Fall. Zwei Zettel an die das wird auf diesem ganzen Zeltplatz wird auch keiner akzeptieren. Es kursieren Gerüchte, Ungarn werde bald die Grenze zu Österreich öffnen. Die Wartenden hoffen darauf. Immer mehr Zeltlager entstehen als Notquartiere. Zelte, Liegen und Decken kommen aus der Bundesrepublik. In Ost-Berlin herrscht wie überall im Land eine eigenartige Stimmung. Nachbarn, Freunde, Bruder oder Schwester. Wer wird aus den Sommerferien zurückkommen und wer nicht? Das Leben geht scheinbar normal weiter, aber alle spüren, es liegt etwas in der Luft. Es wird etwas passieren. Es muss. Veränderungen und Reformen? Fehlanzeige. Die SED will das Problem auf altbewährte Art mit Propaganda lösen. Produziert Agitprop-Filme. Agitation und Propaganda. Für die eigenen Leute und für SED-Parteischulungen. Ich habe also dann wieder ganz deutlich gespürt, dass man nicht ausbrechen kann, dass man nicht auf einmal allein leben kann, dass man seine Familie nicht einfach so verlassen kann. Es waren keine beruflichen Wurzeln da. Im Prinzip eine Wohnung auf Pump, alles auf Pump.
und von heute auf morgen, von der Hand in den Mund. Die Illusionen von den goldenen Bergen im Westen, von dem Werbespot Wohlstand, den unbegrenzten Möglichkeiten, mussten der Ernüchterung weichen. Was übrig bleibt, ist ungeschminkter Kapitalismus mit seiner Profitwirtschaft und Unmenschlichkeit, wo mit harten Bandagen gearbeitet wird und jeder sich selbst der Nächste ist. Das SED-Politbüro, das höchste Führungsgremium in der DDR, schweigt. Staats- und Parteichef Honecker ist krank. Als seinen Statthalter hat er seinen Jagdfreund Günther Mittag eingesetzt. Ich hatte gestern Gelegenheit, mit Genossen Erich Honecker persönlich zu sprechen. Ihm geht es gut und wir können davon ausgehen, dass er bald seine Arbeit wieder ausüben wird. Der SED-Wirtschaftschef Mittag ist zuverlässiger Garant, dass sich nichts verändert. Doch die Rufe nach Reformen werden lauter. In Leipzig finden seit mehreren Wochen Montagsgebete statt. Am Anfang waren es wenige, doch jede Woche kommen mehr dazu. Und sie trauen sich immer mehr, strömen neuerdings aus der Kirche auf die Straße. Polizei und Staatssicherheit sollen die Lage in den Griff bekommen. Der Parteiauftrag lautet: keine öffentliche Kritik am System. Keine Forderungen nach Meinungsfreiheit und Reisefreiheit zulassen. Das SED-Politbüro in Berlin erreicht im Spätsommer eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Ungarn öffnet am 11. September die Grenze zu Österreich. Der eiserne Vorhang ist gefallen. Ein Desaster für die DDR-Funktionäre. Die Opposition sammelt sich und fordert jetzt in aller Öffentlichkeit Reformen und Mitbestimmung. Hier kommen Leute her, die sagen, ich habe 20 Jahre einen Betrieb geleitet. Und ich habe schon Ideen zu wirtschaftlichen Veränderungen. Wir sind doch keine Dummköpfe. Und seit vielen Jahren schicken wir solche Vorschläge ans ZK und die sind einfach nicht beantwortet worden. Wir müssen uns jetzt selber eine Ebene schaffen, auf der wir diskutieren. Noch in der Nacht fahren die ersten Züge gen Westen, über Dresden, durch die DDR. Um die Fluchtwelle zu stoppen, schließt die DDR die letzten Grenzen. Auf dem Bahnhof in Bad Schandau, am Übergang zur Tschechoslowakei, kommt es zu Tumulten. Wer raus will, wird zurückgeschickt, auch mit Gewalt. Vor allem in Dresden gibt es Gerüchte über weitere Züge, die aus Prag angeblich in den Westen fahren. Viele Ausreisewillige hoffen, aufspringen zu können. Der Tag X. Für Tage wie diesen haben SED und Polizei Einsatzpläne und Befehlsstrukturen entwickelt. Rund um die Uhr ist die Partei alarmbereit. Dass aber die Konterrevolution nicht vom Klassenfeind aus dem Westen kommt, sondern normale DDR-Bürger gegen ihren Staat revoltieren, überrascht die Führung völlig. 20.30 Uhr, Genosse Minister über Lage informiert. Circa 20.40 Uhr, Generalleutnant Neiber ruft an. Eventuell Kampfgruppen und Aufklärungsbataillone. Zusätzliche Kräfte von Ministerium des Innern zur Sicherung der Bahnhofshalle und des Vorplatzes notwendig. Chef nochmals darauf hingewiesen, dass schnell 300 zusätzliche Kräfte einsetzt. Weisung, Minister. Der 7. Oktober bricht an. Die SED-Spitze hofft, mit dem 40. Jahrestag alle zu beeindrucken. Vom Sozialismus in den Farben der DDR.
Staats- und Parteichef Honecker will ohne Störungen feiern. Trotz der Ereignisse in Prag vor einer Woche. Die Grenze zu West-Berlin ist so gut wie geschlossen. Schließlich sollen keine Störer rüberkommen. Nur geladene Gäste dürfen an die Festtafel des SED-Politbüros. Die Stimmung ist gedrückt. Tage zuvor trafen die Flüchtlinge aus Prag im Bayerischen Hof ein. Endlich Freiheit! Seit Tagen sind alle Wege aus der DDR versperrt. Den pass- und visafreien Verkehr zwischen DDR und CSSR für die Bürger der DDR mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Mit Parade und Festbankett sollen 40 Jahre DDR gefeiert werden. Nur drei Tage zuvor kam es in Dresden zu schweren Zusammenstößen. Polizei, Kampfgruppen und Stasi gegen Demonstranten, die raus wollen, die Veränderungen im Land wollen, die Nase voll haben. Am 7. Oktober soll gefeiert werden, um jeden Preis. Ich begrüße und beglückwünsche Sie zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Die Führer der sozialistischen Welt stehen zum letzten Mal mit Freunden auf einer Ehrentribüne zusammen. Damals am 40. Jahrestag der DDR. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow bleibt nicht bis zum Ende der Feier. Nachdem er weg ist, übernimmt Stasi-Chef Mielke die weitere Regie des Abends. Jetzt ist Schluss mit Humanismus, sagt er, und befiehlt den Sicherheitskräften, gegen die Demonstranten vorzugehen. Der Einsatz geht bis spät in die Nacht. Hunderte werden verhaftet. Leipzig, zwei Tage später. Montag, der 9. Oktober 1989. Es geht um alles. Honecker hat befohlen, dass die erwartete Demonstration über den Innenstadtring um jeden Preis verhindert werden soll. In den Krankenhäusern werden Betten freigemacht und Blutkonserven bereitgestellt. Ein Aufruf zur Gewaltlosigkeit kursiert seit Stunden. Gerichtet an alle. Am Abend demonstrieren 70.000 Menschen, so viele wie nie zuvor. Sie schwenken auf den Ring ein. Ohne Anweisungen aus Berlin abzuwarten, befiehlt der Leipziger Polizeichef allen Sicherheitskräften, nicht eingreifen, Rückzug. Honecker und Co. haben verloren. An der Spitze der SED tobt der Machtkampf. Die Betonköpfe schwenken um und üben sich plötzlich im Dialog. Der Sozialismus braucht jeden. Er hat Platz und Perspektive für alle. Er ist die Zukunft der heranwachsenden Generationen. Gerade deshalb lässt es uns nicht gleichgültig, wenn sich Menschen, die hier arbeiteten und lebten, von unserer Deutschen Demokratischen Republik losgesagt haben. Der Oberbürgermeister ist auf dem Kornmarkt! Geht mal auf den Kornmarkt! Dem Volk mit einem Mal zuzuhören, fällt nicht nur in Gera dem Oberbürgermeister schwer. Wir sind für den Dialog und ich bin auch bereit und in der Lage, den Dialog zu führen. Das kann der Jugendpfarrer Kamm bestätigen. Wir haben uns nämlich schon im Dialog unterhalten. Ich bin auch bereit und in der Lage, mit Ihnen, wie Sie hier stehen, zu sprechen. Wir müssen einen Termin vereinbaren. Im SED-Politbüro werden die sonst zaghaften Zauderer plötzlich mutig. Sie revoltieren gegen Honecker. Allerdings erst nachdem Moskau grünes Licht dafür gegeben hat. Honeckers Absetzung kommt auf die Tagesordnung. Selbst seine treuesten Weggefährten, wie Stasi-Chef Mielke, wenden sich gegen ihn, um die eigene Haut zu retten. Liebe Genossinnen und Genossen, nach reiflicher Überlegung und infolge meiner Erkrankung erlaubt mir mein Gesundheitszustand nicht mehr,
den Einsatz an Kraft und Energie. Deshalb bitte ich das Zentralkomitee, mich von der Funktion des Generalsekretärs der CK, vom Amt des Vorsitzenden des Staatsrates und von der Funktion des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates zu entbinden. Die SED-Spitze will vor allem die eigene Macht erhalten. Gegenstimmen in der Volkskammer sind neu, damals in der DDR. Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands unterbreitet den Vorschlag, den Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, Genossen Egon Krenz, zum Vorsitzenden des Staatsrates zu wählen. Ich bitte die Abgeordneten der Volkskammer, die ihre Zustimmung geben wollen, um das Handzeichen. Dankeschön. Gibt es hier Gegenstimmen? Zählt mal mit dir. 1, 2, 3, 4. Ich zähle 22. Zählt ja was anderes? 26. Ich wollte das Ergebnis nicht verfälschen. Stimmenthaltungen? Nochmal, das hören wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13, so viel sind da gar nicht. 26 Stimmenthaltungen. Wir stellen also fest, Knosse Egon Krenz ist mit großer Stimmenmehrheit zum Vorsitzenden des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik gewählt worden. Egon Krenz verkauft Honeckers Entmachtung als eine politische Wende innerhalb des Machtapparates. Doch kaum jemand glaubt ihm. Wir lassen uns nicht ausgrenzen, rufen die Menschen auf der Straße. Überall im Land wird jetzt Montag für Montag demonstriert. Mit jeder Woche werden die Menschen mutiger. Anfang November gehen in Berlin eine 500.000 Menschen auf die Straße. Es ist die erste offiziell genehmigte Demonstration. Die alte Staatsmacht gibt sich neuerdings offen und reformorientiert. Der Staatsratsvorsitzende hält sogar öffentliche Sprechstunden ab. Doch die meisten Menschen misstrauen den alten Funktionären. Sie wollen Mitspracherechte, Meinungs- und Reisefreiheit. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Sofort. Am 9. November findet kurz vor 19 Uhr in Ost-Berlin die Pressekonferenz statt, die das Ende der Mauer einleitet. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Danach ist nichts mehr, wie es vorher war. Zwei Tage später erreicht der Befehl zur Grenzöffnung dann auch die entlegenen Gebiete im Harz. Also erstmal Heidelberg. Am Übergang Sonnenallee sieht es inzwischen aus. Täglich werden neue Grenzübergänge eröffnet. Schotterpisten in den Westen. In die Freiheit ohne Grenzen. Grenzenlos scheint auch die Begeisterung zu sein. Die Ossis kommen. Endlose Schlangen knatternder Zweitakter wälzen sich gen Westen. Tag für Tag. Das stinkt vor allem denen, die im eher beschaulichen Zonenrandgebiet wohnen. In der Schlange stehen auch die, die sich ihren Willkommensgruß des Westens bei der Bank abholen. Das Begrüßungsgeld. 100 D-Mark. In Bayern gibt's sogar noch mehr. Geschenkt. Die Ossis kaufen ein. Und so langsam nerven sie die im Westen. Pfiffe und Buhrufe von Genossen für Genossen. Die Karre aus dem Dreck ziehen, das soll eigentlich Egon Krenz, Honeckers Nachfolger. Die Demokratie da an. Mit dem Rücken zur Wand stehen immer mehr Funktionäre. Zum ersten Mal müssen sie öffentlich Rechenschaft ablegen. Da wird berichtet, dass der Vorsitzende des Rates des Kreises irgendwo Wildschweine jagt. Bin ich ja, keinem? Die Bürger fragen, wo er heute ist, dass ich verantworten Wer kann. Wird noch, die Frage wird noch beantwortet. Brauchen wir die führende Rolle der SED? Kann sie nicht Partei sein, unter Parteien? Danke. Auch oben rollen Köpfe.
Egon Krenz, kaum im Amt, muss zurücktreten. Das Politbüro hatte sich zuvor aufgelöst. Die Volkskammer wählt einen neuen Regierungschef. Vor dem Fall der Mauer galt der neue Mann, Hans Modrow, als Reformer, als Hoffnungsträger. Nur, was heißt das jetzt noch? Damit die Lage im Land nicht völlig aus dem Ruder läuft, nehmen Regierung und Opposition Gespräche auf. Drecksarbeit? Es ist der 7. Dezember 1989. Sie sind das Volk. Am runden Tisch haben die Bürgerrechtler ein Stück Macht erobert. Und die Stasi? Soll der Geheimdienst aufgelöst werden? Ja, sagt die Opposition. Nein, die Regierung. Die DDR-Bürger staunen über Bunker, Lager und Verstecke der Genossen von Horch und Kuck. Die saßen einfach überall und hatten modernste Technik. Millionenwerte unter der Erde. Nur um das eigene Volk zu bespitzeln. Die Zentralen der Staatssicherheit in den Bezirks- und Kreisstädten und in Berlin werden gestürmt. Die Regierung hatte dem Kind einen anderen Namen geben wollen. Amt für Verfassungsschutz. Ein Etikettenschwindel, der die Menschen in die Stasi-Keller treibt. Denn hier liegen ihre Akten. Die SED, die inzwischen PDS heißt, will die Provokation ausnutzen. Mit ihrem neuen Frontmann Gregor Gysi. Dieser Land ist in Gefahr, und zwar von rechts. Dort, wo diese Neonazis die Grenze überschreiten, und sie haben sie bereits vielfach überschritten, da brauchen wir auch wieder staatliche Autorität. Sonst reißen wir. Doch die Opposition spielt nicht mit. Modrow muss einlenken, um politisch zu überleben. Ich will noch einmal hier präzisieren, bis zum 6. Mai wird kein Amt für Verfassungsschutz gebildet. Anfang 1990 ahnt selbst der treueste Parteigänger, die DDR hat abgewirtschaftet. Der Alltag scheint noch grauer als sonst. Wohin geht das Land? Die Menschen gehen in den Westen, sehen keine Zukunft. Modrow bildet eine Regierung der nationalen Verantwortung, bindet die Opposition ein. Die Ausreisewelle hält unvermindert an. Rechtsstaatlichkeit und Rechtsordnung werden zunehmend in Frage gestellt. In einer Reihe von Kreisen haben sich örtliche Volksvertretungen nahezu aufgelöst oder sind nicht mehr beschlussfähig. Es gelten kaum noch Regeln. Das nutzt jeder auf seine Weise. Die DDR hatte seinerzeit die Platte erfunden, um den Mangel an Wohnraum zu mildern. Jetzt, 1990, stehen viele Wohnungen leer in den Trabantenstädten. Denn viele haben rübergemacht. Haben alles liegen und stehen lassen. In Leipzig wird Montag für Montag demonstriert. Doch die Parolen haben sich geändert. Wir sind das Volk, das war gestern. Wir sind ein Volk, heißt es jetzt. Schluss mit sozialistischen Experimenten. Schluss mit der SED. Die DDR will in den Westen. Dahin reist Regierungschef Hans Modrow. In Bonn wird der rote Teppich nur zögerlich ausgerollt. Modrow und seine Minister gelten hier als Auslaufmodell. Von einer Konföderation zweier Staaten spricht Bundeskanzler Helmut Kohl längst nicht mehr. Er will die Einheit Deutschlands, so schnell wie möglich. Modrow blitzt ab mit seiner Bitte nach einer kräftigen Finanzspritze für die marode DDR. Die Minister aus den Reihen der Bürgerrechtler werden separat eingeladen. Doch bald wird klar, wo die Musik spielt. In Bonn, nicht am runden Tisch. Kohl setzt auf Lothar de Maizière, den Chef der Ost-CDU.
Die ehemals linientreue Blockpartei hat sich schnell gewendet. Sie wird zum wichtigen Partner. In der Allianz für Deutschland dürfen auch Bürgerrechtler mitmachen, wenn sie nicht stören. Nach dem Zusammenschluss der drei konservativen Parteien in der DDR, Demokratischer Aufbruch, Deutsche Soziale Union und Christlich-Demokratische Union zum Wahlbündnis Allianz für Deutschland, will die CDU der Bundesrepublik mit ganzer Kraft in den Wahlkampf für den 18. März einsteigen. Wahlen in der DDR. Freie Wahlen. Viele Redner kommen aus dem Westen. Viele Slogans auch. Wahlkampf im Osten. So laut wie drüben jubelt zu Hause längst keiner mehr. Ich begrüße ganz herzlich Hans-Dietrich Genscher. Und ich will meinen Respekt bekunden vor dem Volk, wie es sich selbst manifestiert hat hier in dieser Stadt. Wenn Sie mit einer harten D-Mark sich die Ware kaufen wollen, die Sie wollen, dann wird auch dies Land der DDR ein blühendes Gemeinwesen werden. Die DDR-Bürger haben die Qual der Wahl. Die DDR taumelt einer ungewissen Zukunft entgegen, droht auch politisch vollends instabil zu werden. Hektisch werden Lösungen gesucht, zuallererst beim Geld. Spielt das Wort Währungsunion eine Rolle? Wir haben diese Fragen diskutiert, aber wir stimmen auch darin überein, dass es zumindest verfrüht wäre, über eine Währungsunion heute schon zu sprechen. Ich glaube, die DDR muss zunächst einmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Mark der DDR schrittweise kompatibel gemacht wird. Wir haben eigentlich übereinstimmende Auffassungen, dass die Fragen der Währung allein die anstehenden Probleme nicht lösen können, sondern dass volkswirtschaftliche Fragen gelöst werden müssen. Natürlich haben wir nicht viel Zeit. Die Öffnung der Grenzen hat die Binnenwährung fast wertlos gemacht. Von Alu-Chips, Indianergeld, von Spielgeld spricht der Volksmund. Und dafür gibt es nur wenig zu kaufen. Die begehrten Waren im Westen bleiben für die meisten weiter unerreichbar. Einen gesunden Mittelstand gibt es nicht. Der Einzelhandel wie gelähmt. Kein Angebot, keine Kundschaft, kein Umsatz. Eine Todesspirale fürs Geschäft. Für die gesamte Wirtschaft. Bananen, Kiwis, Avocados gegen Westgeld. Für DDR-Mark gibt es nur Weißkohl, Rotkohl, Sellerie. Täglich ist sein Laden brechend voll. Sich Regen bringt Segen. Das ruft Neider auf den Plan. Eines Morgens hängt ein Zettel an seiner Ladentür. Kauft nicht beim Wendehals, er will sich an euch bereichern. Auch die Stimmung vor dem Laden droht zu kippen. Jetzt geht es wieder mit dem West los, jetzt hier, dass man West kaufen, das Gemüse, das hier der Herr Vogt hier so ungefähr, ich finde das nicht in Ordnung, ich sehe das auch gar nicht ein. Warum denn? Und jetzt in DDR-Mark das Vierfache, nö. Also da kann ich nicht kaufen. Es tut mir herzlich leid. In Ordnung finde ich das überhaupt. Alle wollen nur das eine. Die D-Mark. Damit nicht noch mehr in den Westen rüber machen, verspricht Helmut Kohl Westgeld für alle. Wenn ich also rein nach dem Lehrbuch der Ökonomen gehen würde, wäre ich ja nicht auf den Gedanken gekommen, sowas jetzt zu machen. Aber Sie kennen doch die dramatischen Zahlen. Mhm. Zwischen dem 1. Januar bis zum heutigen Tag rund 80.000. Bis Ende des Monats werden es vermutlich an die 100.000 sein. Ich muss noch mal das Beispiel sagen. Das ist die Größenordnung der Stadt Dessau. Das ist eine deutsche Großstadt mitten in Deutschland. Wir erleben jetzt einen Prozess der Auszehrung, der die Stabilisierung der DDR und vor allem den Aufbau der Wirtschaft ja gewaltig erschwert. Ich glaube, das stärkste Argument, was für die Menschen der DDR wichtig ist, ist die Chance, dass bald die D-Mark kommt. Eine Treuhandgesellschaft soll das Volks in Privateigentum überführen. Die Treuhand wird mit 8.500 Betrieben und 4 Millionen Beschäftigten zur größten Holding der Welt. Doch was ist die DDR noch wert? 600 Milliarden? 300 Milliarden? Auf jeden Fall genug, um kriminelle Energien zu wecken. Oft können Manager und Anwälte der Treuhand nur tatenlos zusehen, wie ihnen die Milliarden durch die Finger rinnen. Die große Zeit der Ganoven und Geschäftemacher.
Auf Straßen und Plätzen lockt der Luxus aus dem Westen. Ohne TÜV und zu astronomischen Preisen. Blind erfüllen sich viele einen lang gehegten Traum. Endlich ein richtiges Auto. Und koste es das gesamte Ersparte. Mitte Mai 1990 ist klar, in 6 Wochen kommt die D-Mark. Und zwar 1:1. Wann je waren wir wirtschaftlich besser gewappnet für diese nationale Gemeinschaftsaufgabe der deutschen Einheit als heute? Der Geist, in dem dieser Vertrag zustande kam, entspricht den Zielen und Wünschen der Menschen in der DDR nach Freiheit, nach Wohlstand und nach sozialer Gerechtigkeit. Der Vorabend der Währungsunion. Die DDR-Bürger feiern die Nacht der Nächte. Präzise wie ein Schweizer Uhrwerk rollen noch bis zur letzten Minute die Geldtransporter durch die Republik. Am Berliner Alexanderplatz soll schon um Mitternacht die Auszahlung beginnen. Die Idee der Banker: Der erste Kunde bekommt 100 D-Mark geschenkt. Aber sie wissen nicht, was sie tun. Hier spricht die Deutsche Volkspolizei. Werte Bürger, achten Sie bitte auf Ihre persönlichen Gegenstände, speziell Ausweise und D-Mark. Der kleine Werbegag gerät beinahe zur Katastrophe. 3000 Menschen drängeln wie besessen. Es gibt Ohnmächtige, Verletzte, Scheiben gehen zu Bruch. Die D-Mark ist mehr als nur neues Geld. Sie ist der heiß ersehnte Fahrschein in die schöne neue Welt. Am Montag, den 2. Juli 1990, öffnen sich die Tore zu einer neuen Warenwelt. In der Kaufhalle um die Ecke liegt das gesamte Sortiment von drüben. Die eigenen Produkte will jetzt keiner mehr. Die D-Mark ist da, seit dem 1. Juli 1990. Die Regale sind voll. Doch die Menschen wollen den ganzen Westen, wollen die Wiedervereinigung. Die DDR, ein Staat am Ende. Die Volkskammer zieht die Notbremse und beschließt den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland. Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990. Mit Ja haben 294 Abgeordnete gestimmt. Das Parlament hat soeben nicht mehr und nicht weniger als den Untergang der Deutschen Demokratischen Republik zum 3. Oktober beschlossen. Als ich in der Nacht das Abstimmungsergebnis aus der Volkskammer gehört habe, habe ich das empfunden, was Millionen Deutsche empfunden haben. Ich will es zusammenfassen in dem einen Wort: endlich. Ein Vertrag zwischen Ost-Berlin und Bonn soll den Beitritt regeln. Die DDR-Delegation kämpft um ostdeutsche Interessen. Was wird aus den Stasi-Akten? Es geht um Abtreibung und Eigentum. Die Verhandlungen laufen relativ glatt. Gestritten wird wenig. Denn es muss schnell gehen. Fast 1000 Seiten Papier, der Einigungsvertrag. Grundlage für die gemeinsame Zukunft beider deutscher Staaten. Die DDR verabschiedet sich und ruft ihre Diplomaten aus über 200 Auslandsvertretungen zurück. Sie sollen ihre Botschaftsgebäude den Vertretern der Bundesrepublik übergeben. Außenpolitisch sind wichtige Entscheidungen schon gefallen. Michail Gorbatschow und Helmut Kohl einigten sich bereits Mitte Juli im Kaukasus. Gorbatschow gibt die DDR frei. Er erhält 15 Milliarden für den Abzug der sowjetischen Truppen. Und das vereinigte Deutschland darf NATO-Mitglied sein. In der Nacht auf den 3. Oktober feiert ein ganzes Land. Deutschland ist vereint für immer. Das glücklichste Volk der Welt blickt voller Erwartungen in die Zukunft. Im Osten hoffen die Menschen, dass alles besser wird.
Im Westen, dass alles beim Alten bleibt.